In a few seconds, a young man will arrive at this bus stop. Here he comes. His name is Nathan. He was sent here by the University of B to search a man called Dr. Coppelius, und ist so schnell. Although he arrived much later than he expected, Nathan begins with nothing but a photograph of the doctor's house. The young man, schön. Little does he expect that at the end of the path, adventure is waiting for him. Later. So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Diesmal wieder ein Adventure. Ich freue mich ehrlich gesagt drauf. Dieses hier heißt What Makes You Tick. Ist von einem sehr kleinen Entwicklerstudio. Im Prinzip sind es, glaube ich, nicht mehr als 4 Personen programmiert worden. Und es basiert auf einer, wenn ich es richtig verstanden habe, einer Kurzgeschichte von Franz Kafka, die leider nicht mehr verendet wurde. Und da Kafka für mich immer gute Ideen hatte in Geschichten und die meiner Meinung nach immer besonders gut umgesetzt hat, aber das ist egal, hoffe ich, dass auch dieses Spiel relativ interessant sein könnte. Ich bin immer auf der Suche nach neuen, interessanten Adventuren, auch etwas unbekannten Adventuren. Und dieses ist relativ unbekannt, obwohl es schon über ein Jahr alt ist. Das Spiel ist kostenlos, also ihr könnt es kostenlos spielen auf der Homepage oder auch euch als Download-Version ziehen. Der Link ist in der Beschreibung. Und noch ein Nachfolgerspiel, was ich natürlich ebenfalls Let's Playen werde. Das gesamte Spiel selbst ist in Englisch gehalten. Ist ein Flash-Spiel, das heißt, die rechte Maustaste ist völlig egal. Wir steuern das Ganze nur mit der linken Maustaste. Und ihr habt eben schon gemerkt, dass der Text relativ schnell ist, der Untertitel, und es gibt keine Vertonung. Das heißt, ich werde ganz kurz mal die Options auf Subtitle Speed ganz runterstellen. Ja, nach rechts ist niedriger stellen, das ist hier seltsamerweise so. Werde mal den Sound und Mix vielleicht ein bisschen runternehmen. Und bevor ihr euch fragt, wieso hat der Tefkas nicht schon mal Anfang gemacht, man kann es am Anfang schlichtweg nicht einstellen. Also er merkt sich die Einstellung am Anfang einfach nicht, das ist ihm egal. Aber egal, ich werde versuchen, das Ganze in Englisch zu spielen. Also ich kommentiere es auf Deutsch, werde aber die englischen Texte vorlesen und gegebenenfalls etwas übersetzen. Das Englisch ist ja allerdings relativ leicht gehalten, so dass man eigentlich keine großen Probleme haben sollte. So, beginnen wir einfach mal. Wir haben schon herausgefunden, dass Nathan hierher gekommen ist, um einen Dr. Coppelius zu finden. Er wurde von einer Universität geschickt, der Universität von B, was auch immer das sein mag. Berlin, Bratislava, Budapest, keine Ahnung. Wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Wir können mit links steuern. Also einfach nur hinklicken. Wie gesagt, das ist relativ einfach gehalten. Und mit der linken Maustaste, wenn wir gedrückt halten, haben wir ein Kontextmenü, wo wir 3 Aktionen durchführen können. Zum einen erstmal einen Gegenstand ansehen, dann mit einem Gegenstand oder einer Person sprechen oder den Gegenstand benutzen oder die Person benutzen, je nachdem, oder aufnehmen, je nachdem. Ich gucke mir erstmal diese Laterne an, weil ich schon mal gerade darauf geklickt habe. Es ist eine schöne Laterne. Ja, willst du mit der Laterne sprechen? Nein, ich möchte es nicht. Es sieht finster aus. Jetzt besetze ich ja doch, naja, egal. Wird mal so mal so sein. Willst du die Laterne nehmen? No, it's already lit. Ja, es ist bereits erleuchtet, das ist ganz fantastisch. Wir brauchen die Laterne also nicht wirklich nehmen. So, dann haben wir hier natürlich einen sehr auffälligen, eine sehr auffällige Krähe gleich in der Mitte am Anfang des Bildschirms, an der irgendwas festgebunden ist. Es sieht für mich ein bisschen aus wie so ein goldenes Kreuz. Ich würde es ganz gerne mal nehmen auf dem Stand. Und gucken uns erstmal die Krähe an, nicht, dass es uns beißt. Es ist eine Krähe, ja, das sehe ich. Irgendjemand hat eine goldene Kette mit einem Schlüssel an das Bein gebunden. Ach so, okay, das ist ein Schlüssel und kein Kreuz. Sieht für mich trotzdem aus wie ein Kreuz, aber ich glaube dir einfach mal. Kannst du das nehmen irgendwie? Okay. Nein, er wird meinen Finger abbeißen, wenn ich... das weiß ich schon. Gut, wir müssen die Krähe also vielleicht irgendwie ablenken. Was haben wir denn dabei? Wir haben ja links oben schon die Option gesehen und rechts oben haben wir das Inventar. Und im Inventar haben wir ein Feuerzeug, mit dem ich die Krähe auf dem Stand nicht unbedingt ablenken möchte. Und ein Foto, ein Picture. Kannst du das Foto betrachten? Kannst du? Es ist ein Foto von dem Haus, in dem Dr. Coppelius leben soll. Ich wurde gesandt, um ihm zu erzählen, dass er in großer Gefahr ist. Okay. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, in was für eine Art der alte, was für eine Art von Gefahr der alte Mann ist, aber die Herren von der Universität sagten, dass ich ihn auf jeden Fall kontakten sollte. Okay. Also ist natürlich frei übersetzt jetzt, ich weiß nicht, wortwörtlich machen, sondern sonst werde ich bekloppt. Und ein Feuerzeug haben wir. Was ist das denn?
Es ist ein Feuerzeug. Wo sie drüber geredet haben. So, jetzt klicken wir aus dem Moment heraus. Müssen wir nicht klicken? Okay. Was gibt's denn noch hier? Wir haben hier einen Karren. Einen zusammengebrochenen Karren. Dieser Karren hat schon bessere Tage gesehen. Kannst du irgendwas damit machen? Was davon nehmen? Ja, ich kann ihn nicht benutzen. Er ist definitiv kaputt. Na gut, den Brunnen haben wir noch. Einen Steinbrunnen. Sehr schön urig. Kann man den Boden irgendwie anwählen? Nein, schade. Den Baum? Ein toter Baum. Okay, machen wir auch gleich danach. Gucken wir uns erstmal den Brunnen an. Den Steinbrunnen, Entschuldigung. Es ist ein alter Brunnen. Ja, ich sehe es. Gut, kannst du was an dem Brunnen machen? Ich sollte die Kurbel benutzen. Ja, dann benutzt doch mal die Kurbel. Vielleicht kriegst du irgendwie Wasser raus. Oder du siehst zu, wie die Kurbel abfällt und der ganze Brunnen kaputt geht. Okay, entweder ist der Brunnen in schlechterer Qualität, als ich dachte. Ups. Oder der Mann ist sehr tollpatschig. Ich nehme an, die Kurbel kannst du jetzt mitnehmen irgendwie. Ja, kann er. Und macht er auch. Wunderschön. Könnte nützlich sein, sagte er. Ein toter Baum. Lass uns den toten Baum betrachten, einfach weil es geht. Er ist tot. Ja, schön. Kannst du irgendwas daran machen? Die dünnen Zweige würden perfektes Feuerholz abgeben. Aber das heißt nicht, dass du einen mitnimmst, oder was? Nein. Kannst du ihn entzünden? Ich habe zwar jetzt momentan keine Ahnung, ob ich das machen sollte, aber ich will es mal probieren, ob das geht. Er möchte das nicht anzünden. Er möchte erst einmal in Regel etwas vorsichtiger, vor allem nach dem Vorfall, den er schon mal hatte. Da sind Mushrooms, also Pilze. Guck mal bitte an. Ja, das sind schön aussehende Pilze. Kannst du was davon nehmen? Ich habe absolut keine Ahnung, was für eine Art von Pilzen da sind. Oder ist. Ja, ich sollte nur das mitnehmen, was ich wirklich brauche. Ach, jetzt besetze ich es halt doch, ist ja egal. Gut, noch irgendwas. Wir haben hier noch eine Brücke, Wooden Bridge, dann hier irgendwie eine Strange Box und eine Lampe. Noch irgendwas? Ein Weg durch die Felder. Ganz kurz. Will ich mal ansehen, ob da irgendwas ist. Ah, es ist der lange Weg zurück zum Dorf. Okay, also von da kam er offensichtlich, deswegen machen wir das mal nicht. Betrachten wir jetzt mal kurz diese Brücke hier. Also alles der Reihe nach so ein bisschen. Es ist eine alte Brücke, die trotz des Holzes relativ stark und vertrauensvoll aussieht. Okay, kannst du sie... Kannst du nicht mit sprechen? Was passiert denn eigentlich? Nein, danke. Okay, dann nicht. Benutzen. Ja, ich kann es nur benutzen, um auf die andere Seite zu bekommen. Aber das ist doch zu kommen. Aber das ist doch völlig in Ordnung für eine Brücke. So, ja, Lamp. Wenn wir schon mal hier sind, gucken wir uns die Lamp an. Es ist kein Licht drin. Ja, dann, wenn du willst, kannst du sie anzünden. Das ist ja kein Thema. Dafür haben wir so ein Feuerzeug, nehme ich mal an. Das sollte funktionieren, aber ich musste vorher die Laterne vorher öffnen. Okay, dann öffne die Feuerlaterne. Übrigens, um einen Gegenstand loszuwerden, muss man einfach doppelklicken. Das funktioniert auch ganz gut. So, öffnen, Laterne, öffnen. Jetzt ist sie offen. Ja, spannend, spannend. Dann entzünden die Laterne. Mal gucken, was dann passiert. Ja, schönes, warmes Licht. Toll. Noch irgendwas? Ist die Krähe jetzt vielleicht irgendwie so abgelenkt ein bisschen? Nee. Ah, aber da funkelt ein bisschen was. Ah, okay, okay, okay. Gucken wir uns erstmal kurz diese Strange Box an. Die seltsame Box. Ist das ein Sarg? Creepy. Hallo, schauderhaft. Es sieht so aus, als ob es von innen geöffnet worden wäre. Okay, kannst du das irgendwie mitnehmen oder... Ja, ich werde nicht einsteigen. Gut, dann steigst du halt nicht ein. Was haben wir hier? Da steckt etwas Glänzendes zwischen den Planken, zwischen den Brettern. Ja, nimmst du mal raus. Was ist das? Ja, was ist das? Ja, mein Gott, dann guckst du gleich mal an. Ein schlammiges Ding. Sieht aus wie eine Münze offen gestanden. Guck's mal bitte an. Es ist irgendein schlammiges Stück Metall. Ja, sehr, sehr schön. Kannst du irgendwas damit machen? Ich kann es nicht säubern, ich kann es nicht mit meinen Händen säubern. Der Schmutz bzw. der Schlamm ist trocken und hart, okay. Vielleicht sollte man versuchen, irgendwie Wasser zu finden oder irgendwas in der Richtung. Warte mal, wir waren hier immer schon alles angeguckt. Zurückgehen können wir wahrscheinlich nicht, oder es gäbe zumindest momentan keinen Sinn, weil von da kamen wir ja gerade mit dem Bus.
Noch irgendwas? Ich sehe gerade nichts, also gehen wir erstmal in den nächsten Bildschirm. Mal sehen, was es hier gibt. Eine Mühle. Und was fällt mir zuerst auf? Eine Uhr ohne Zeiger. Oh, ein bisschen heruntergekommenes Haus. Ja, die Zeiger fehlen. Ja, das weiß ich. Das habe ich auch gerade gesagt. Aber gut. Ich habe absolut keine Ahnung, wie spät es ist. Gut. Ist das das Haus des Doktors? Moment. Ja, tatsächlich. Wenn man hier auf das Bild guckt, sieht man, dass es das Haus des Doktors ist, nur dass es auf dem Bild ein wenig schöner aussieht. Das Dach ist einfach nur blauer. Das kann einfach daran liegen, dass es gerade relativ spät abends ist. Sehen wir uns mal die Tür an. Ja, das ist die Eingangstür von dem Haus. Ja, würdest du auch benutzen. Das ist natürlich auch wichtig. Ist irgendjemand zu Hause? Hallo? Es ist fest verschlossen. Ich sollte versuchen, da reinzukommen und den Doktor zu warnen. Hast du irgendwie Windows? Ah ja. Gucken wir mal rein. Es gibt kein Glas, nur Steine und Farbe. Okay. Nur Ziegel und Farbe, das wollte ich sagen. Kannst du irgendwie aufbrechen? Wahrscheinlich nicht, aber... Ja, Bricks and Paint. Die Fenster sind schon vor Jahren verschlossen worden. Na gut. Dann eben nicht. Ich nehme an, dass du euch mit der Kurbel einschlagen kannst. Das wäre jetzt ein bisschen sinnlos, weil die Kurbel ist in der Regel zu schwach für sowas. Also lassen wir das lieber gleich sein. Wir haben das Strange House, was wir überhaupt betrachten könnten. Es ist das Haus von der Fotografie. Darin sollte Dr. Coppelius leben. Es sieht ein bisschen abgehangen aus. Oder abgewohnt. Strange House, haben wir noch irgendwas hier? Vielleicht ein bisschen Schilf oder irgendwas? Nein, Buschwerk, Weg. Hier ist noch ein Wasserrad. Okay, gucken wir uns das Wasserrad an. Ist daran irgendwas Besonderes? Es ist ein Wasserrad. Ja, ich sehe es auch. Kannst du daran irgendwas Sinnvolles machen? Ja, wie soll ich das benutzen? Sagt er. Oder fragt er. Ja, ich weiß auch nicht, wie du das benutzen sollst, aber gut. Aber vielleicht können wir ja, genau, vielleicht können wir ja die Münze hier schon im Wasser reinigen. Ich glaube es zwar nicht, aber... Ja, das Stück Metall, was natürlich keine Münze ist, nicht wieder reinigen können. Also ich spiele das Spiel auch blind nebenbei. Ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie wüsste, ob das eine Münze ist oder nicht, aber ich vermute, dass es eine Münze ist, weil es für mich irgendwie so aussieht. Was ist das? Das ist ein Stock mit einer Flagge. Das sieht aus für mich wie ein Lumpen, aber okay. Guck's bitte mal an. Es ist ein Stück Kleidung, was an einem langen Stock gebunden wurde. Es bildet eine Art Flagge oder Zeichen. Okay, kannst du irgendwas damit machen oder vielleicht sogar mitnehmen? So Lumpen kann man immer gebrauchen. Okay, das mache ich. Und er steckt beides ein, das ist ja witzig. Haben wir jetzt also einen langen Stock und einen Lumpen, sag ich mal. Also einfach nur Kleidung genau genommen. Es ist ein Stück Kleidung, ja. Oder ein Stück Tuch, meinetwegen. Ein hölzernes Schild. Lies das hölzerne Schild. Es steht geschrieben, Wanderweg. Ja, okay. Was wir gerade mitnehmen, kannst du es auch nicht. Ich könnte dem Schild folgen. Es ist in Richtung Süden gerichtet. Raven Gate, okay. Rabentor. Wir haben bis jetzt einen einzigen Raben nur gesehen. Oder wir haben die Krähe gesehen. Na gut, dann lege ich meine Theorie gleich zur Seite. Es ist ein Eisentor mit einem Raben auf der dort drauf geprägt. Kannst du es öffnen? Es ist verschlossen, natürlich ist es verschlossen. Ja, vielleicht kann ich irgendwie das Schloss aufknacken. Vielleicht kannst du einfach den Schlüssel benutzen, den die Krähe hat. Aber an den Schlüssel kommen wir irgendwie noch nicht ran. Vielleicht müssen wir irgendwie ein Stück, keine Ahnung was, einen schönen Wurm oder irgendwas finden oder irgendein Insekt oder keine Ahnung, was Krähen eigentlich jetzt genau essen, ein Stück Obst. Ich nehme mal, das ist ganz realistisch. Haben wir aber noch momentan nicht, also gehen wir noch ein Stückchen weiter. Ah ja. Und kommen hier in einen Bildschirm einer jungen Dame, mit der wir gleich mal reden werden.